Hallo, ich bin Heiko und heute wollen wir über eine interessante Pflanze sprechen, und zwar den panaschierten Yam, botanisch Dioscorea discolor oder auch panaschierter Yam genannt. In einigen Nachweisen kann man sehen, dass der auch Dodeca neura genannt wird, aber ich glaube, der neuere Name ist discolor. Das ist eine Pflanze, die auch zu den Schildkrötenpflanzen gehört. Die kommt aus Südamerika, aus Guatemala, und wächst da eigentlich auf dem Boden, breitet sich da aus. Wenn er eine Ranghilfe bekommt, geht er natürlich auch die Bäume hoch. Es gibt verschiedene Naturformen davon. Die haben verschiedene Panaschierungen, aber die laufen alle unter Discolor. Es ist ein sehr starker Ranker. Also das ist nichts für die Fensterbank, da müsste man schon ein schönes Gestell denn hinbauen. Hier sind kleinere, die fangen jetzt an, am kleinen Spalier zu ranken. Man sieht hier, das haben die jetzt innerhalb von 3-4 Tagen gemacht. Die haben auch eine sehr schöne Färbung, purpurea von hinten. Sommer wächst es gut, zum Winter wird es ein bisschen krimineller, wenn die Teertage kürzer werden. Dann zieht meistens das Laub ein, das wird nicht mehr so schön. Ja, es trocknet ein bisschen ein. Dann sollte man nicht mehr so viel gießen. Es bilden sich dann unten im Topf, genau am Boden, kartoffelartige Knollen, wo im nächsten Jahr die neuen Pflanzen eben rauskommen. Ich habe gelesen, man kann sie durch Stecklinge vermehren, mache ich eigentlich nicht. Ich vermehre hauptsächlich über die Knolle. Können wir mal schauen. Das ist eine der kleineren Knollen gewesen. Die ist ungefähr so Walnuss groß gewesen. Die fängt jetzt zu Spätzünder jetzt erst an zu treiben. Mal schnell wieder eintopfen, bevor der austrocknet. So, hier haben wir schon einige. Ein 13er Topf, die kommen noch in größere Töpfe. Und schon hier sehr schön durchwurzelt. Und zum Herbst bilden sich, wie gesagt, die Knollen immer am Topfgrund, ganz unten. Ich habe mal Auspflanzversuche gemacht, habe die Pflanze in den Garten gesetzt, mit ordentlich Laub abgedeckt, die kommen wieder. Also die Knolle, die wird im frostfreien Bereich ca. 50 cm bildet die sich, die treiben wieder aus. So, was ist sonst noch zu beachten? Ja, eigentlich nichts. Eine gute Blumenerde, wo sie reinkommt, ausreichend großer Topf, Spalier. Und dann heißt es, an der wunderschönen Blattfärbung erfreuen. Jedes Blatt sieht anders aus, hat eine andere Panaschierung, ist mal dunkler, ist mal heller, ist mal marmoriert. Hier sehen, also wie gesagt, jede Pflanze sieht anders aus. Die Blätter können bis 30 cm Durchmesser kriegen. Also das sind schon ganz schöne Kaliber. Ansonsten ist die Pflanze absolut pflegeleicht. So, das war's. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Beitrag zur Dioscorea discolor gefallen. Und in dem nächsten Beitrag sprechen wir wieder über die Dioscorea elephantipis, die ich zurückgeschnitten habe. Da wollen wir mal schauen, wie weit die jetzt schon ausgetrieben sind. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.